Gut zu wissen. Gott, leckt das gerade bei mir, ey. Alter Schwede. Wo ist denn? Was ist das? Ey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Alter, was ist das? Ey, was ist das? Ey, was? Was ist das hier? Kopf. Boah, Alter. Ey, okay. Köpfe können nicht anvisiert werden. Weiß der Teufel warum. Wieso sterben die nicht? Ey, wieso sterben die nicht? Wieso sterben die nicht? Ey. Wieso sterben die nicht? Ey, was ist hier los? Das ist kein Hack, kein Glitch. Hier ist nicht mal Mana on, okay? Mana ist nicht on. Wieso sterben die nicht? Was ist das? Was ist das, bitte? Ey, bitte. Jetzt mal ganz im Ernst, ey. Egal, kill ich sie halt eben mit meinen Granaten. So, bitteschön. Hier kommt meine erste Granate. Oh, daneben. Bam! Bam! Ich meine, ihr müsst mir glauben, das ist mir noch nie passiert. Ich weiß doch nicht, was das soll. Wieso stirbt sie nicht? Diese Ameisen sind Imba. Ich habe sie gefunden. Imba-Ameisen. Ey, sie existieren tatsächlich. Lasst euch nichts von eurer Mutter erzählen. Es gibt Imba-Ameisen. Leute, was soll ich machen? Ganz im Ernst. Ich kann nicht gegen Ameisen gewinnen, die nicht angegriffen werden können. Wegen was weiß auch ich immer, ey. Wo sind die denn? Laut dem Anzeigethermometer solltet ihr egal. Guckt euch das an! Was? Kann man das mal erklären? Ist das real? Laden wir einfach nochmal ganz entspannt, bevor wir reingegangen sind. Das machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht ist das auch einfach nur eine verpackte Szene. Vielleicht sollten wir uns auch einfach mal von der anderen Seite nähern. Das ist auch eine gute Idee, oder? Also kommen wir einfach mal von hier. Kommen wir mal von hier und schauen uns mal die Sache von oben an. Bam, bam. Okay, also. Wir haben uns jetzt hier auf einen Sniper-Posten gestellt. Jo Leute, wenn ihr mich sucht, ich bin auf dem Glockenturm. Und es gibt hier auch Feuerameisen, die wir noch mal erinnern. Matrix! Jetzt getroffen? Leute, ey, was soll das? Ey, wo bin ich hier, ey? Alter, ist das hier Imbaland oder was ist das? Ich mach Dauerfeuer auf das Vieh und keine Kugel trifft. Existiert die überhaupt?
egal, prügelt dich halt eben tot. Sag mal, die existiert doch gar nicht mehr. Ey, ich schieße auf die Feuerameise und nichts passiert. Was ist das hier? Was ist das? Ja, gut. Hä? Was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nur hä sagen. Die kann ich angreifen. Seht's euch an. Bam, bam. Erstmal nachladen, ne? So, jetzt passt auf. Also, wir machen das jetzt nochmal. Ganz einfach, ganz einfach. Zuerst einmal töten wir die Feuerameisenkrieger. So, das haben wir jetzt auch ganz toll hinbekommen. Leute, ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich führe dieses Let's Play. Und ich erinnere mich noch an das Gothic-Let's Play, was ich gemacht habe. Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Und wo ich rein zufällig vergessen habe, die 500 Gold zu nehmen. Und ich rein zufällig nicht den Bogen kaufen konnte, den ich kaufen wollte. Ja, und das ist jetzt irgendwie so eine Phase, die mich auch gerade so ein bisschen ankotzt. So, dass man diese blöden Ameisenviecher nicht killen kann. Was soll ich tun? Verratet es mir, ihr lieben Zuschauer, verratet mir, wie ich eine Ameise töten soll, die in der Wand feststeckt. Wie soll ich eine Ameise töten, die in der Wand feststeckt? Wie? Gut. Oder vielleicht auch nicht gut. Ja. Also, wir haben hier Ameisen. Wow. Die kann man nicht angreifen. Die Kugeln prallen an den Ameisen auf eine unbestimmbare Weise irgendwie ab. Und wir stehen so ein bisschen auf dem Schlauch. Da ist ja natürlich auch ein bisschen verständlich, ja, ich meine. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass man auf Ameisen schießt und die da drüber lachen. Leute, jetzt mal ganz im Ernst, was soll ich tun? Ich meine, jetzt ist es ehrlich richtig scheiße. Wir können uns nicht fortbewegen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, ist gut, dann gehen wir eben ein bisschen weg. Wir werden immer noch verfolgt, weil wir hören immer noch die Kampfmusik. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum passiert das? Warum passiert das? Warum kann ich nicht mehr springen? Hey, und warum spielt er kein Lied mehr? Was passiert hier? Wieso kann ich das Teil nicht angreifen? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Tja, wir reisen jetzt erstmal nach Megaton.